Aus dem Bundestag zugeschaltet ist meine Kollegin Dorothea Schupelius. Dorothea, wie sicher ist denn, dass das GEG nach dieser Verschiebung jetzt einigermaßen geräuschlos durch den Bundestag kommt? Ich glaube, geräuschlos wird das Ganze nicht werden. Es war schon sehr geräuschvoll vor der Sommerpause und auch nach der Sommerpause sieht so aus, als würde es dabei bleiben. Und genau über diese Problematiken und die Streitigkeiten rund um das berühmt-berüchtigte Heizungsgesetz möchte ich sprechen mit Wolfgang Kubicki von der FDP. Der ist nämlich hier zu Gast bei mir am Set im Bundestag. Herr Kubicki, schön, dass Sie hier sind. Das Heizungsgesetz. Und Sie haben gestern in Gilamos gesagt, dass einige Entscheidungsträger, die bei diesem Heizungsgesetz mitmischen, in psychologische Behandlung gehören. Wen genau haben Sie damit gemeint? Ja, zunächst diejenigen, die glaubten, mit Entwürfen gegen die Mehrheit der Bevölkerung und gegen Sachverstand Maßnahmen ins Werk setzen zu müssen, die weder technisch umgesetzt werden können, noch von der Bevölkerung gutiert werden. Aber die ganze Diskussion um das Heizungsgesetz hat ja bei vielen Menschen, bei mir übrigens auch, den Eindruck vermittelt, wir tanzen um des Kaisers Bart und kümmern uns nicht um die Problemlösung. Es geht nur um Gesichtswahrung. Und bei so massiven einschneidenden Maßnahmen, die jetzt ins Werk gesetzt werden sollen, muss die Frage der Gesichtswahrung keine Rolle spielen. Die FDP-Fraktion trägt dieses Gesetz ja aber mit. Konnte sie sich hier vielleicht nicht genügend durchsetzen? Naja, wir haben es ja geschafft, wie alle Beteiligten gesagt haben, dieses Gesetz vom Kopf auf die Füße zu stellen, wesentliche Veränderungen vorzunehmen, beispielsweise, dass man auch die Gastherme weiter benutzen kann, wenn sie mit Wasserstoff betrieben werden kann. Wir haben durchgesetzt, dass zunächst eine kommunale Wärmeplanung geben muss, damit die Verbraucher Sicherheit haben über die künftige Entwicklung. Wir haben durchgesetzt, dass Holz verbrannt werden kann, Pelletsheizung benutzt werden kann. Aber in der Tat hätte ich mir gewünscht, wir hätten uns ein bisschen mehr Zeit genommen, weil wir einen Zeitdruck wirklich nicht mehr haben, denn es sind wirklich einschneidende Maßnahmen über Jahrzehnte hinweg. Und ich kann deshalb die Opposition verstehen, die mehr Zeit, mehr Beratungsbedarf gefordert hat. Und ich bin im Zweifel, ob die Vorgaben des Verfassungsgerichts, sich diese Zeit zu nehmen, nochmal zu beraten, wirklich erfüllt worden sind. Aber die Parlamentsmehrheit hat jetzt entschieden, es soll Freitag verabschiedet werden, dann wird es so passieren. Jetzt haben Sie schon etwas vorgegriffen. Meine nächste Frage sollte eigentlich sein, ob Sie denn dem Bundesverfassungsgericht hier Recht geben. Der Abgeordnete Heilmann hat ja geklagt. So entnehme ich Ihre Antwort von gerade, dass Sie dem Recht geben und dass sehr viel mehr Zeit gebraucht wird und kein Zeitdruck besteht, obwohl es von einigen so dargestellt wird. Ja, zunächst einmal kommt es auf die Frage, ob ich dem Bundesverfassungsgericht Recht gebe oder nicht Recht gebe, gar nicht an, weil das die letztentscheidende Größe in einem Rechtsstaat ist. Aber als Parlamentarier, ich bin seit 35, also 30 Jahren jetzt im Parlamenten, kann ich nur sagen, ich habe großes Verständnis dafür, dass man nicht einfach das abnickt, was aus der Regierung kommt, gerade wenn es sehr viele Menschen betrifft. Und noch einmal, ich hätte mir gewünscht, wir hätten die Maßgabe des Verfassungsgerichts, das nochmal zu beraten, auch tatsächlich umgesetzt. Das Verfahren ist ein bisschen suboptimal, aber es kommt jetzt zum Abschluss. Die Opposition sagt auch, ich hatte vorhin den Abgeordneten Heilmann hier im Interview, dass Robert Habeck oder eben die Grünen hier die Rechte des Parlaments beschneiden, indem sie so einen Zeitdruck machen. Was sagen Sie dazu? Ja, also noch zwischen dem, was man sich wünscht und zwischen dem, was rechtlich möglich ist, bestehen Unterschiede. Das Verfahren selbst ist rechtlich jetzt nicht mehr angreifbar. Aber ich wiederhole mich, ich hätte mir als Parlamentarier, wirklich als Abgeordneter auch gewünscht, mehr Zeit zum Durchdenken zu haben, noch mehr sachverständige Meinungen einzuholen. Aber irgendwann muss ein Prozess auch mal zu Ende kommen. Nur die Behauptung, wir stünden unter Zeitdruck, stimmt nicht, weil das Gebäudeenergiegesetz ja aufsetzen soll auf dem Wärmeplanungsgesetz für die Kommunen. Das haben wir noch nicht mal verabschiedet. Und wenn man beides zusammen denkt, hätte es auch gereicht, beides zusammen zu verabschieden. Aber das ist Schnee von gestern. Es wird am Freitag eine Abstimmung geben. Jetzt haben wir viel über die Zeit gesprochen. Wenn wir noch mal detailliert in das Heizungsgesetz reingucken, könnten Sie uns da noch mal sagen, was genau Sie da kritisieren? Ja, ursprünglich war ja vorgesehen, dass wir faktisch bis auf die Wärmepumpe nichts anderes einbauen können. Jetzt ist es geöffnet worden für viele andere Maßnahmen. Jetzt ist durch die Wärmeplanung, durch die kommunale Wärmeplanung auch Geothermie wieder ein großes Thema geworden. Jetzt erlauben wir den Stadtwerken, ihre künftige Planung auch darauf abzustellen, beispielsweise Wasserstoff zu kontrahieren und dann den Kunden das anzubieten, damit sie ihre Gastherme weiter nutzen können. Und was für ländliche Räume ganz wichtig war, dass wir alle anderen bioenergetischen Möglichkeiten der Heizung zulassen, also bioenergetische Stoffe, die auf dem Land produziert werden, und Holz. Holz ist ganz wichtig für ländliche Räume wie Bayern, Rheinland-Pfalz und andere Länder. Insofern ist es von der Sache her technologieoffen geworden. Aber ob sich das technisch in der kurzen Zeit so umsetzen lässt, wie der Gesetzgeber sich das vorstellt, da gibt es viele Zweifel, nicht nur bei den kommunalen Spitzenverbänden, nicht nur in den Kommunen selbst, sondern bei vielen Installateuren, bei vielen Anbietern von Heizungssystemen. Denn es soll ja jetzt alles sehr schnell gehen. Ein anderes großes Thema heute neben dem Heizungsgesetz ist der Haushalt von Christian Lindner. Bei der Kritik beim Heizungsgesetz haben Sie teilweise der Opposition zugestimmt. Aber beim Haushalt, da sagt die Opposition, dass Lindner hier trickst, denn die Schuldenbremse kann durch dieses Sondervermögen nicht eingehalten werden. Was sagen Sie dazu?
Ja, darüber kann man lange streiten. Also ich finde es schön, dass gerade die CDU von Trickserei spricht. Weil in der Zeit, in der Wolfgang Schäuble Finanzminister war, ist ganz anders getrickst worden als gegenwärtig. Wir haben völlig andere Herausforderungen. Formell ist die Schuldenbremse eingehalten, aber wir haben große Herausforderungen, beispielsweise wegen des Ukraine-Krieges. Wir brauchen viel Geld für die Bundeswehr, damit wir Deutschland verteidigungsfähig machen gegen einen potenziellen Angriff. Und das ist in einem normalen Haushalt nicht abzubilden. Insofern habe ich viel Verständnis dafür, dass wir das Sondervermögen, dem ich ja zugestimmt habe, Bundeswehr geschaffen haben. Ich habe viel Verständnis dafür, dass wir einen Klimatransformationsfonds haben. Und ich habe viel Verständnis dafür, dass wir auch einen Wirtschaftsstabilisierungsfonds gehabt haben zu Zeiten der Corona-Krise. Denn das waren Herausforderungen, die Sie mit normalen Mitteln nicht abbilden können. Ich teile die Auffassung, dass man Sondervermögen nicht als Vermögen deklarieren darf, sondern als Schulden. Aber sie waren nötig und wir kommen jetzt mit dem Haushalt 2024 tatsächlich in die Schuldenbremse zurück. Und das ist wichtig und richtig so. Vielen Dank, Herr Kubicki. Also die beiden großen Themen heute, Haushalt und Heizungsgesetz. Und beim Heizungsgesetz wurde viel über den Zeitdruck gesprochen, der ja auch vor der Sommerpause einige Streitigkeiten und Aufregungen ausgelöst hat. Auch Wolfgang Kubicki von der FDP nochmal betont, dass das vielleicht gar nicht nötig sei und man darauf gar nicht das Augenmerk legen sollte. Denn es ist ein kompliziertes Gesetz, was in den Haushalt und in das Privatleben vieler Deutscher eingreift. Dorothea, vielen Dank für diese Informationen aus dem Deutschen Bundestag. Dankeschön.